So Leute, wieder mal willkommen zurück. Es scheint wohl der Fall zu sein, dass die Charaktere namens Martin und Lesto mich überhaupt nicht mögen, weil es ist abnormal. Die Missionen, die ich hier reinbekomme, die sind zum Heulen. Wisst du was? Okay, ich werde Trockendocken machen, weil das ja so eine tolle Mission ist. Ist komplett nicht vergewaltigend mit dem Helikopter und dem Boot. Und vor allen Dingen so gut bezahlt, dass man wirklich nur einen Daumen nach oben geben kann. Also, ja Leute, ich weiß, purer Sarkasmus, aber komm schon, das ist nicht mehr normal. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe mich anfangs wirklich gefragt. Ich habe wirklich noch nicht Renngelb genommen. Das ist ein klein wenig komisch, weil Renngelb ist eigentlich schon eine gute Farbe, wie ich finde. Meine Güte. Der Abwürger, auf jeden Fall. Ja, es hat sich jetzt herausgestellt, dass mein Tailgate die Farbe Renngelb hat und dementsprechend... Juhu. Ich habe aber jetzt auf jeden Fall Munition nachgekauft und habe noch geguckt, dass dementsprechend ich noch immer Plus bleibe. Damit meine ich jetzt nicht mein ganzes Geld auszugeben, aber was ich in dieser Folge jeder verdient habe. Ich füge jetzt auch nicht hinzu, dass ich wahrscheinlich schon dreiviertel dieses Geldes schon längst verpulverisiert habe, aber naja, ich meine, RPG, Granatwerfer, Munition und sonstiges ist ja notwendig. Warte mal. Ich habe eigentlich bloß Granaten, Granatwerfer, Munition und noch Raketenwerfer, Munition gekauft. Das war's. Jetzt bin ich doch klein wenig geschockt. Aber diese RPG-Munition, also komplett voll, kostet 10.000 Dollar. Nun ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Munition ich dafür bekommen habe, aber schon ein ganz kleines Stück. Ich würde wahrscheinlich sagen, pro Rakete 1.000 und Leute, ich weiß es gerade eben wirklich nicht. Oh, warte mal, Überlebensmodus. Ja, das hätte ich allerdings machen können, um so viel Munition zurückzubekommen, aber ich weiß ja nicht. 20 Schuss. Okay, dann waren es wohl 500 Dollar pro Rakete. Oh, hallo. Also, um fair zu sein, das, was ich gerade eben abgezogen habe, ziehe ich normalerweise nicht ab. Und ja, ich habe schon jetzt 64 Dollar bekommen. Da gibt es sogar hier schon Snacks, die mehr kosten. Okay, das ist jetzt übertrieben, aber auch Pisswasser natürlich. Lalalalalalalala. Dann knacke ich schon mal gleich den Safe. Yep. Sehr gut. Oh ja, wir bringen es zu dem nächsten Level. Sehr gut, 40. Ja, hoffentlich kommt jetzt jemand in meinen ganz kleinen Raum hier rein, weil ansonsten wird es erstmal zu einer ganz kurzen Geschichte. So, dann laden wir jetzt noch einmal rüber, dann haben wir es ja zum Glück. Okay, sehr gut. Stiehl das Boot. Lalalala. Genau das passiert, wenn man sich bewegt. Und zwar, das Teil schließt sich wieder. Ach, das ist wahrscheinlich unten. Oh Gott! Heilige, was zum Teufel treibe ich gerade eben? Hey. Avocado? Ich hab's wahrscheinlich falsch verstanden, da bin ich mir sicher. Also, ich weiß, dass ich gerne auch aufs Gesicht schieße, aber trotzdem, das tut sehr, sehr weh. Also können die das jetzt bitte sein lassen? Bestimmt lieb gemeint. I'm going to shit down your neck. Ja, das glaube ich dir. Oh, das ist nicht gut, dass er gestorben ist. Weil dieses extra Leben hätten wir sogar gut gebrauchen können. Naja. Oh, nein, nein! Oh. Diese ständigen respawnen Gegner sind ja auch ein Problem. Und ich glaube, weil da vorne sind auch noch Gegner. Aber ich weiß es gerade eben nicht mehr. Ich werde es ja merken, wenn ich erschossen werde. Okay. Dann verschwinde ich. Oh! Bitte niemand hinter mir, bitte niemand hinter mir, bitte niemand hinter mir, bitte. Oh Gott. Gott, triff jetzt endlich. Nee, das ist... Nee, nee, nee. Ich sag jetzt nichts dazu, das... Nee, das war jetzt ultra behindert. Das ist so interessant, dass ich solche Wörter benutze, aber... Komm schon. Das kann man doch nicht mal beschreiben, wie failhaftig das gerade eben war.
kann nur hoffen, dass er jetzt die Chance nutzt und das Boot nimmt. Das Problem ist halt eben nur der Helikopter, der danach kommen wird. Pff, was zum Teufel? Also für einen Moment konnte man wirklich meinen, dieses Boot geht noch runter. Mai, mai. Ach, das wird jetzt erstmal eine romantische Fahrt. Wenn ich gerade eben jetzt, wollte schon sagen, wenn ich direkt der Motor abgesoffen ist, wäre es nicht klug, stehen zu bleiben. Weil man kann diesen Heli einfach nicht ausschalten, vor allen Dingen, wenn man auf dem Boot ist, da. Nee, das geht einfach zu schlecht. Aber jetzt zeigen sie sich erstmal von ihrer Schokoladenseite. Tut mir sehr leid. Aber gegen den kann man wirklich nichts ausrichten, ne? Diese Mission habe ich schon mal mit ein paar Leuten gemacht. 3 waren auf dem Boot, inklusive mir. Oder ich, je nachdem, aber wir alle wurden erschossen von dem Heli, also es wundert mich überhaupt nicht. So, Sicherheit und Freiheit, nein, erstmal weiter. Bevor ich diese Mission nochmal versuche zu wiederholen. Oh, ja, Überlebenskampf, also das ist mir jetzt deutlich lieber, als jetzt diese Mission noch einmal zu spielen. Ich füge jetzt nicht hinzu, dass ich jetzt durchdrehen werde, wenn wahrscheinlich auf der nächsten Seite, ja, sag ich mal, Stress auf dem Dach gewesen wäre. Also, ja. Ich mag es einfach nur, wenn diese Werbung kommt. Ich muss schon zugeben, dieser Überlebenskampf, den mache ich eigentlich schon ziemlich gerne. Hm. Wie zum Teufel hat er das geschafft, Level 100, was sage ich 100, Level 999 bei der Crew zu werden? Wie ist das überhaupt möglich? Ich bin gerade eben mal auf 100 oder 101, aber irgendwie in dem Dreh rum. Aber naja, nun gut, ich meine, ist ja irgendwie Standard, schätze ich mal. Überlebenskampf, Del Berro. Ja, dieses Bild, das war gerade eben einfach zu yummy. Warum mir gerade eben 114 Dollar abgezogen wurde? Naja. Oh, hol! Obwohl, ich lasse ihm die Schutzweste. Ah, Gott. Oh, dann werde ich wahrscheinlich jetzt auch erstmal das dann ein bisschen verwenden, zumindest wenn ein Fahrzeug kommt. Da erstmal Gruß. Und dann auch erstmal gucken, diese Gegner zu erledigen. Und wisst ihr was, ich werde jetzt lieber auf ein Sturmgewehr gehen, weil das mit dem MG, ja. Hat mir nochmal gezeigt, warum ich aufgehört habe, mit dem MG rumzufuchteln. Ja, da hinten stehen welche, ignoriere das Komplettspiel. Lala. Aber eigentlich ist es mal gar nicht so eine schlechte Idee, die Pistole zu benutzen, ehrlich gesagt. Spart ziemlich viel Munition und im Endeffekt ist sie genauso tödlich. Das Problem ist halt eben nur, man sammelt die ganze Zeit andere Waffen auf und benutzt dann wiederum auch andere, zumindest jetzt im Free-Room-Modus. Also zum Beispiel, wenn man eine Pistole benutzt und man sammelt eine Maschinenpistole auf, kriegt man die automatisch in die Hand, wie gerade eben. La, 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 la. Oh, hallo! Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe irgendwie diese Pistole, egal wie schwach sie im Endeffekt ist, aber wenn man Headshots austeilen will, kann man es mit der schon ziemlich gut machen. Wo zum Teufel ist er? Oh, du kommst von links raus. Du bist aber wirklich ein Schlingel. Oh ja. Nein, nein. Ach Mensch. Naja, ich werde dazu noch erstmal gleich die Schutzweste links aussammeln, weil ich werde ein bisschen in Bewegung bleiben, also so heißt, ne? Nicht irgendeine Stelle zum Sitzen suchen, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, stimmt, das ist sehr gut. Man kann dieses Fahrzeug verwenden und allgemein Fahrzeuge, die hier parken, das ist das Schöne dabei. Okay, ich habe noch 20 Sekunden Zeit, ansonsten werde ich erstmal gekickt. Juhu. Nope. Ist durch. Juhu. Ach, was war was? Ich lasse einfach das Fahrzeug stehen. Hm, sehr gut, na AK. Ja, dann kann ich auch erstmal hier Munition aufsammeln.
Okay, dann sind die wahrscheinlich andersrum gegangen. Okay, das ist abnormal, wie schnell ich Leute mit dieser Waffe kill. Es kann mich daran erinnern, dass es mal schwieriger war. Wenn ich schon überlegt, wie oft man mit einem MG auf jemanden einschießen muss, bis der stirbt. Vor allen Dingen, wenn das so Torso-Bereich ist, das ist ziemlich krass. Auch wenn wahrscheinlich das MG nicht große Kaliber verwendet, also das hört sich irgendwie falsch an, aber auf jeden Fall die Munitionsgröße, also ich glaube ihr wisst, was ich meine. Trotzdem ist es abnormal, ich bin mir sicher, dass normale Schutzwesten das nicht aushalten werden. Und ich bin mir absolut sicher, dass solche hier keine Schutzwesten tragen. Okay, jetzt anstatt die ganze Zeit hier weiter zu bitchen, gucke ich einfach mal, dass ich hier noch ein paar Gegner erledige. Okay, dann erledige ich den Typen, der von hinten kommt. Okay. Kameras. Ja, du willst es doch. Komm her. Sag jetzt nicht, dass ich den durch diese Stange erschossen habe. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich das wirklich Pfeiler nennen soll. Obwohl doch. Ja, ich nenne es lieber Pfeiler, ansonsten hört sie wirklich falsch an. Die übergroße Stange. Oh, tut mir leid. Dann werde ich halt in Zukunft diese Schutzweste hier liegen lassen. Ich gehe mal da hoch. Das sieht so mal gut aus. Hinzugefügt, hier oben war ich auch noch nie. Warte mal, keine Upgrades. Hervorragend. Tut mir leid, Leute, ich hatte gerade eine größere Priorität und zwar meine Nase abgejuckt. Also ich bin mir sicher, die meisten werden das verstehen. So, da. Okay, ich glaube, das war jetzt erstmal dagegen. Ach Gott, oh, oh, schnell runter. Fuck! Oh! Ich habe nicht gesehen, dass das wirklich nur mit dem Timer ging. Heilige Mutter Gottes. Oh, die Waffe wurde nicht gewechselt. Oh Scheiße, gleich werde ich wirklich überrannt. Ah, oh, da verwendet jemand eine Sturmschrotflinte. Deutsch, bitte kehr wieder zurück. Oh Gott, ja diese... Was ist denn das jetzt für ein Witz? Oh! Ich habe eigentlich gerade eben eine Rolle gemacht, aber scheiß drauf. Normalerweise überlebe ich so etwas nicht. Muss ich jetzt mal wirklich beichten. Okay, nichts. Gehe ich jetzt einfach mal weiter. Ja, komm raus. Ich sehe dich. Zumindest auf der Map. Komm schon. Ja, danke. Mehr wollte ich doch nicht. Okay, so. Warte mal, was? Ein Fahrzeug. Warum auch nicht? Don't mind if I do. Ich glaube, das wäre nicht sogar eine gute Zeit für einen Sniper. Es kommt erst wirklich. Ich schieße gerade eben auf die Autotür und das wiederholt. Ja, jetzt war es die Säule. Jetzt war es wieder die Autotür. Jetzt nachladen, jetzt. Oh. Oh Gott. Ich treffe die ganze Zeit das Metall, aber nicht den Innenraum, wie es aussieht. Ach, scheiß drauf. Bitte, 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 bitte. Nein! Du bist aber wirklich einer von der glücklichen Sorte, oder? Oh, heilige. Danke, mehr wollte ich doch nicht, meine Güte. Naja, hoffentlich werde ich jetzt das letzte Level erreichen, ansonsten ist es jetzt ein bisschen blöd, weil dann habe ich Raketenmunition verschwendet. Jetzt bin ich Crew-Rang 101. Ja, 101. Meine Güte, was ist zum Teufel mit mir los? Yeah. Ich glaube... Nope. Nachgeladen. Das ist schon sehr gut. Na, dann benutze ich mal wieder das Kampfgewehr. Das lasse ich da mal. Und das hier auch. So, da Schutzweste. Oh, habe ich schon. Wirklich, mir ist es echt nicht aufgefallen. Oh, Lordy. Oh, dort!
Autsch. Ja, zur Hilo-Wilo mal passiert es mir wirklich. Ja, für was denn auch? Wahrscheinlich kann ich das erst aufsammeln, wenn ich nur noch 5 Schuss übrig habe. Wenn ich gar weniger. Oh! Von hinten, das ist richtig mies. Oh ja. Oh nein, jetzt ziehe ich überhaupt nicht mehr. Sondern, ich meine da nicht damit Auto-Aim, meine Güte. Oh, wirklich, wirklich. Oh toll, noch ein Helikopter. Besser könnte es gerade eben echt nicht kommen. Huh! Auf jeden Fall war das jemand mit dem MG und irgendwie habe ich dieses dumpfe Gefühl, dass es der Helikopter war. Ist eigentlich eine ziemlich gute Stelle. Ich habe jetzt so meine Bedenken. Geh lieber auf die Toilette, glaub mir. Der Helikopter wird sonst kommen und ein klein wenig nicht nett sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Also Leute, ich habe so ein wirklich blödes Gefühl, dass er... Ja. Dass er erschossen wird. Und ich gebe ihm noch nicht mal die Schuld. Weil die Helikopter hier in diesem Spiel, vor allen Dingen mit Schützen, ne, so abnormal präzise sind, dass wenn man auf der freien Fläche ist, eigentlich gleich stehen bleiben kann und es vergessen kann, weil im Endeffekt, man wird sofort erschossen. Ne? Aber okay, also Leute, das war jetzt erstmal GTA 5. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später.